Sie Arena, Nürnberger Versicherung, Austragungsort des Duells zwischen dem HC Erlangen und dem ersten VfL Potsdam. Ja, beide Mannschaften brauchen dringend was Zählbares, haben noch keine Punkte auf dem Konto. Martin Schwalb, der neue Trainer, wollte aber bei seiner Heimpremiere hier in der Arena Nürnberger Versicherung. Ja, unter der Woche war man im Pokal in Bayreuth schon zugange. Aber in der Bundesliga war seine Heimpremiere dringend den ersten Sieg einfahren. Der HC Erlangen in den schwarzen Trikots zeigt sich von Anfang an angriffslustig und man sieht, es ist auch durchaus ein bisschen nickelig, dieses Spiel. Christoph Steiner kriegt hier einen Treffer ab, Ball geht noch weiter zu Marco Besiak, aber diese Aktion gegen ihn hat Folgen, und zwar eine rote Karte, und zwar gegen Josip Simic. Früh also der etatmäßige Kreisläufer der Potsdamer draußen. Die Potsdamer brauchen ewig für den ersten Treffer. Erst nach knapp 8 Minuten das 1:3 durch Nils Fuhrmann. Aber die Potsdamer kämpfen sich zurück in die Partie. Christoph Steiner zaubert dann auf den wieder zurückgekehrten Matschike Baller. War ja verletzt in der Vorbereitung, ausgefallen mit Bauchmuskelverletzung. Jetzt aber wieder mit dabei. Und er war so wichtig an diesem Tag für den HC Erlangen. Und die lassen den Ball gut laufen. Hampus Olsen, aber dann ein Torhüterwechsel, der sich auszahlen sollte beim ersten VfL Potsdam mit Frederik Höhler, der 20-jährige Youngster, übernimmt von Martin Tomowski, der relativ glücklos reingefunden hat in die Partie und hält stark in seiner ersten Halbzeit. Marek Nissen dann allerdings mit dem Halbzeitstand. Die Führung für den HC Erlangen steht. Martin Schwalb kann bis hierhin zufrieden sein. Rein in Durchgang 2. Doppelte Unterzahl dann für den HC Erlangen. Und das nutzen die Potsdamer aus mit Maxim Orlov, der hier wirklich Mann und Maus mit in dieses Tor hineinnimmt. Und sie finden Nicolas Stey, aber Clemens Verlin am Ende auf 8 Paraden. Das ist ein ganz starkes Ergebnis für ihn. 32% Quote. Und er sorgt dafür, dass der HC Erlangen weiter in Führung bleibt. Steinhaus auf Tim Gönnel, der Youngster, der zuletzt ja mit seinem letzten 7 Meter im Pokal gegen Gummersbach gescheitert ist und so nicht seinen Verein in die Verlängerung gebracht hat, zeigt an diesem Start eine ganz tolle Performance, trifft 4 von 5 7 Meter und kommt am Ende auf 7 Tore. Elias Kofler auf der anderen Seite, der Topscorer bei Potsdam, findet hier die Lücke, 20:17. Dann dauert es über 6 Minuten, bis wieder Tor. Ja, und wer ist es da? Tim Gönnel. Was für ein starker Auftritt des 18-jährigen Youngsters beim HC Erlangen. Und dann ist es perfekt, der Knoten ist geplatzt. Bissel auf Steinert, die letzte Minute läuft, 23:18. Der erste Sieg in dieser Saison rückt in greifbare Nähe. Zwar kann Potsdam noch auf 19:23 verkürzen, aber zu lachen hat der HCE. Ja, das macht natürlich Spaß, klar. Es gibt keinen Ersatz für Siege. Das ist so. Ja, war ein hartes Ding, muss man auch mal ganz klar sagen. Zuerst mal Kompliment an Potsdam. Das ist eine Truppe, die musste auch erst mal schlagen. Die haben auch ganz schön viel Dampf drin und war keine einfache Geschichte heute. Also ich denke, wir verteidigen super. Also vor allem, wir haben die rote Karte von Josip super weggesteckt. In der Abwehr super verschoben, super zusammen. Nur vorne machen wir wieder zu dumme, einfache Fehler, verwerfen zu viel und dann kriegen wir ein paar Tempotore. Aber wir halten sie trotzdem bei 23. Aber wir machen halt nur, wie viel haben wir? 17, 18, das reicht halt einfach nicht. 19 waren es korrekterweise, aber es reicht nicht. Der HC Erlangen holt den ersten Sieg der Saison. Man merkt an allen Ecken und Enden, was hier für ein Druck gerade abfällt. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.